Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer und heute werden wir auf dem Kanal uns ein Spiel in einer kleinen Miniserie anschauen. Es wird also ein neues Angehauen hier geben zu All Quiet in the Trenches. Das ist ein sehr kleines Spiel, das ich super, super spannend finde. Das ist vor wenigen Tagen, nämlich am 17.01. herausgekommen im Early Access auf Steam. Der Entwickler heißt Totally Not Aliens und sitzt in Bamberg, also in Deutschland. Und das Spiel unter anderem wurde unter anderem ermöglicht bzw. gefördert durch Bundesmittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Also da sind auch Steuergelder reingegangen in dieses Spiel. Und das Spiel, das zeige ich euch auch deswegen, weil es mal so ein ganz neues und interessantes Gameplay und ein narratives Konzept auch hat. Dazu muss man sagen, dass das Spiel sich natürlich, und das haben die Entwickler auch selber schon gesagt, anlehnt an die Geschichte bzw. an die Erzählung von Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Das ist so eines der ganz starken Vorbilder natürlich. Und es wird hier ja sozusagen mit dem Brennglas ein Fokus auf eine kleine Einheit gelegt. Wir selber, wir werden gleich sehen, wir spielen einen deutschen Unteroffizier, der mit so ein paar Soldaten an der Front ankommt und der sich erstmal bei seinem Offizier, bei dem Vorgesetzten, dem Leutnant vorstellen muss, und man muss die Soldaten dann einteilen für verschiedene Arbeiten. Es gibt verschiedene Phasen im Spiel. Man muss dann irgendwelche Gräben ausheben. Später kommt es irgendwann zu einer Schlachtphase, wo dann auch gekämpft wird. Und diese Soldaten, das sind nicht einfach irgendwelche generierten Abziehbilder oder irgendwelche gesichtslosen Leute, sondern das sind tatsächlich Charaktere mit definierten Hintergrundgeschichten, die sich die Entwickler überlegt haben, und die reagieren auf bestimmte Situationen. Und es gibt einiges auch an rollenspielerischen Elementen im Spiel, wo man dann auch als Unteroffizier entscheiden muss, versuche ich jetzt hier sozusagen zugunsten meiner untergebenen Soldaten zu entscheiden, versuche ich eher zugunsten meines eigenen Karrierewegs mich an die Vorgesetzten eher zu halten. Das wird also zu einigen Spannungen wohl auch führen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob unsere Soldaten denn hier diese Kriegsphase überleben oder wie sie die überleben vor allen Dingen und wer es vielleicht auch nicht schafft. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, im Early Access erschienen. Wir spielen in dieser ersten Version, in der 0.5-Version, erstmal nur vom Frühjahr 1915 bis zum Frühjahr 1916, also gut ein Jahr lang. Wir haben einen gewissen Pool von Soldaten, die wir kennenlernen werden, verschiedene Projekte, an denen wir dort arbeiten können, verschiedene Geschichten und so weiter. Es gibt eine Roadmap zu dem Spiel, die werde ich euch im Kommentar unter dem Video und in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr nochmal nachschauen, was als weitere Updates bis 1.0, bis zum vollen Release am Ende geplant ist, denn es kommen neue Zeitebenen hinzu. Also wir haben jetzt ja erstmal nur 1915 bis 1916, später kommt auch noch die Zeit bis 1917 hinzu und dann ganz am Ende die Endphase des Krieges bis zum Frieden. Und dazwischen soll es verschiedene thematische Updates geben, die das Spiel nochmal ein bisschen erweitern, was die Inhalte und die Mechaniken angeht. Jetzt erstmal haben sie selber gesagt, die Entwickler, sie haben sich konzentriert auf die zentrale Gameplay-Erfahrung, nämlich, wie läuft das mit diesen verschiedenen Phasen, was habe ich für Soldaten, wie gehe ich mit denen um, wie spielen sich dann entsprechende Schlachten und welche Folgen hat das Ganze für die einzelnen Charaktere, für die einzelnen Figuren im Spiel. Ja, und da bin ich gespannt. Ich habe kaum reingespielt, nur einmal angetestet, ob das Ganze funktioniert. Und wir gehen jetzt hier in ein neues Spiel rein. Einen einzelnen Speicherstand brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir werden auf jeden Fall das Tutorial aktivieren, denn da bin ich noch nicht weit reingegangen in das Spiel. Da muss ich mich selber erstmal informieren. Dann schauen wir mal. Hier gibt es in den Ladebildschirmen immer so kleine Infoboxen, finde ich ganz nett gemacht, über einzelne, also objektkulturelle Aspekte wie einzelne Fahrzeuge, Gegenstände und so weiter, die eben im Alltag im Krieg tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Also hier so ein typisches Fahrrad in dieser Zeit.
So, und da sehen wir schon, das ist unser neues Zuhause. Hier diese Gräbenanlage im Frühjahr 1915. Da starten wir jetzt. Es ist Montag, der 1. März 1915. Noch immer konnte ich es kaum fassen, dass ich vor einigen Tagen in der Heimat zum Unteroffizier über diese Handvoll Männer ernannt worden war. Und schon schlichen sie, keine 100 Meter von den feindlichen Stellungen entfernt, mit schwerem Gepäck und schwindenden Kräften hinter mir durch die Gräben. Franz Wellinger war blond, rotbackig und hatte den Schalk im Auge. In den Augen. Das ist er hier. Wir sehen hier also eine kleine Übersicht über die Charakterzeichnung. Florian Mayl schien mit dem Kopf noch ganz in der Heimat und das hier alles noch eher als kurzen Ausflug zu betrachten. Aber wie es aussieht, ist er hochmotiviert. Das zeigt dieser blaue Balken schon an. Oberlehrer Wilhelm Schmidtbauer trug einen akkuraten Schnauzbart und erschien mir für sein Alter überraschend rüstig. Also es scheint ein etwas älterer Soldat zu sein. Der sieht mir nicht mehr ganz jung aus. Interessant. Elmar Fram richtete stetig seine Brille und hatte auf unserem ganzen Weg noch kein Wort geredet. Das ist ganz interessant. Diese Soldaten hier, ich glaube, der Franz Wellinger, den hatte ich auch beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob das hier komplett zufällig gewürfelt wird. Die anderen drei sind komplett andere Soldaten diesmal. Sehr, sehr spannend. Da hatten wir vollkommen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt, ich meine, es ist, es sind ja vordefinierte Charaktere und ich glaube, es gibt insgesamt 12, denen wir hier begegnen können. Und erstmal haben wir die ersten 4 hier. Interessant. Also, erschöpft fanden wir schließlich den Unterstand von Leutnant von Karsbruck, dem wir zugeteilt waren. Das ist er hier. Da sind Sie ja, Herr Unteroffizier, empfing er mich. Sie scheinen gut getrödelt zu haben. Sicherlich sind Sie fit genug, um direkt mit der Arbeit zu beginnen. Der herablassende Blick des Leutnants schweifte einmal über meine Gruppe und verharrte dann abschätzend auf mir. Wir können ihm jetzt entgegnen, ja, so ein bisschen unterwürfig, jawohl, Herr Leutnant, oder ein bisschen fast schon trotzig. Meine Leute sind müde. Ihr habt jetzt also gehört, die sind schon ein bisschen erschöpft, als sie hier ankommen. Aber ich denke, wir wollen uns jetzt hier mit dem Vorgesetzten nicht direkt verscherzen. Wir bleiben mal so richtig, ja, untergebenen treu sozusagen. Kadavergehorsam ist ja auch so ein Begriff, der aus dem Ersten Weltkrieg da ganz bekannt geworden ist. Jawohl, Herr Leutnant. Ob das jetzt immer so bleibt, müssen wir mal schauen. Ich denke nicht, aber zumindest hier wollen wir jetzt hier keinen schlechten Eindruck, glaube ich, hinterlassen. Jawohl, Herr Leutnant, bestätigte ich. Unabhängig davon, wie ich unsere Situation einschätzte, dies war nicht der Moment, um dem ersten Eindruck bei meinem Vorgesetzten zu schaden. Einige meiner Männer schauten betreten, doch Leutnant von Karsburg nickte zufrieden. Mein Adjutant wird Ihnen Ihre Schlafplätze zuteilen. Melden Sie sich danach bei mir für Ihre heutigen Aufgaben. Ich spürte die Blicke meiner Soldaten in meinem Rücken. Offensichtlich nahmen mir einige der Männer meinen mangelnden Einsatz für ihre Bedürfnisse übel. Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, wandte sich Leutnant von Karsbruck wieder den Dokumenten auf seinem Tisch zu. Willkommen in den Gräben, Herr Unteroffizier. Gut. So, erstmal grundlegende Sachen, die Steuerung. Also mit linker Maustaste kann man sich hier ein wenig umdrehen. Das sind quasi so, ja, Gameplay-relevante Stationen hier. Das hier sind sozusagen unsere Quartiere mit unseren Soldaten. Das Symbol hier wird darüber angezeigt jeweils, wo wir uns hinbewegen können in den Gräben. Können wir dort draufklicken und Soldaten mit Ausrufezeichen markieren wichtige Gespräche. Wir können aber auch so, glaube ich, Gespräche mit einzelnen Soldaten führen. Und diese Schaltfläche hier rechts unten, die zeigt alle Interaktionen, die wir noch machen müssen, bevor wir in die nächste Runde übergehen können, hier vom 1. März. Und wir haben jetzt hier schon die Anzeige über das Ansehen bei Soldaten und bei dem Vorgesetzten hier links und rechts. Eine gute Stimmung angeblich, also es geht noch, und ein durchschnittliches Ansehen beim Vorgesetzten haben wir derzeit. Unsere drei Soldaten sind allesamt müde und einer, der ist sogar überstrapaziert hier, der Mann mit der Brille. Das ist Fram. Elmar Fram. Ist etwas, Herr Unteroffizier? Ja, wir haben eigentlich nichts. Aber wir können mal schauen, was wir über ihn denn so wissen. Er ist überstrapaziert. Also seine Verfassung ist nicht die beste. Er hat bestimmte Fähigkeiten. Er ist geübt in Erster Hilfe.
Interessant, das sollten wir uns mal merken hier. Er ist ein bisschen langsam. Es wird wahrscheinlich in Kampfsituationen nicht ideal sein. Aber er ist auch aufmerksam. Kann also Bedrohungen frühzeitig wahrnehmen. Er hat eine Persönlichkeit. Das im Übrigen soll später nochmal ein bisschen aufgearbeitet, aufgebohrt werden im Laufe des Early Access, dass die Fähigkeiten noch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen individueller werden oder so, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Roadmap. Er ist recht unpatriotisch. Ein sehr distanzierter Mensch gegenüber anderen. Öffnet sich also sehr langsam wohl, wenn überhaupt. Und er ist sehr vorsichtig. Also der wird jetzt nicht vorausstürmen, denke ich mal. Interessant, man kann sich hier auch Notizen zu den Leuten machen. Aber okay. Ja, die aktuellen Umstände werden durch Attributsymbole angezeigt, wie zum Beispiel Wetter und Ressourcen. Hier haben wir aktuell, glaube ich, keine angezeigt. Vielleicht kommt das gleich noch. Das Symbol unten hatte ich schon erklärt. Ansehen bei Vorgesetzten und die Stimmung der Soldaten. Und die Geschehnisse einer Runde ändern häufig die Werte der Soldaten. Alle kürzlichen Änderungen werden hier oben rechts angezeigt. Genau. Gut, dann fragen wir mal bei Wellinger nach. Herr Unteroffizier, wir haben ja nur das an Verpflegung übrig, was wir mitgenommen haben. Wo bekommen wir denn hier etwas zu essen her? Fragt Franz Wellinger. Er ist auch motiviert, er ist immerhin körperlich fit, wenn auch schon ein bisschen müde, und er ist flink. Also das Gegenteil von Fram, von Elmar Fram. Ein sehr pragmatischer Mann, recht diplomatisch im Umgang mit Kameraden und Vorgesetzten, und er ist recht mitfühlend. Sehr interessant, sehr gesellig, also auch da wieder ein Kontrapunkt zu seinem Kameraden hier, und eher vorsichtig. Und er hat eine verachtende Beziehung. Uns gegenüber, glaube ich, soll das heißen. Also, der mag uns irgendwie persönlich nicht so sehr. Vielleicht, weil wir uns da so ein bisschen eingeschleimt haben beim Leutnant. So, wir haben Rationen für einen Tag. Ja, da müssen wir also wahrscheinlich was gegen unternehmen. Dann haben wir hier noch Florian Mayel. Auch er ist müde. Er ist ein geschickter Mensch. Vom Umgang mit einem Gewehr bis zum Anlegen von Bandagen erfordern viele Dinge im Leben eines modernen Soldaten eine gewisse Geschicklichkeit. Also, da hat er eine gute Grundfertigkeit. Er ist sehr pragmatisch, recht patriotisch, sehr gesellig und eher vorsichtig. Okay, das also sein Kommentar ist hier. Na, was meinen Sie, wann stehen wir in Paris? Ich denke vor Weihnachten noch, also sehr, sehr positiv. Sieht er das Ganze hier. Und dann haben wir hier den etwas älteren Soldaten, Wilhelm Schmidtbauer, den Oberlehrer. Der meint auch, wir wären vor Weihnachten in Paris. Okay. Auch er ist körperlich immerhin fit, aber er ist ein bisschen unaufmerksam. Vielleicht schon dem höheren Alter hier geschuldet, weiß ich nicht. Ein sehr intoleranter Mann, interessant. Also alles, was nicht ins eigene Weltbild passt, das passt ihm nicht. Er ist ziemlich motiviert, sehr regelkonform, also Armeestrukturen, da ist er ganz überzeugt von, wie mir scheint. Und ein sehr patriotischer Mensch, meine Güte, das ist ja der absolute Idealtypus hier. Regelkonform, patriotisch, sehr direkt. Aha. Manche nennen es Direktheit, manche Ehrlichkeit, manche Unhöflichkeit. Ob es gut oder ist oder schlecht, eines ist klar, diese Menschen sagen ihre Meinung, komme was wolle. Auch er ist sehr distanziert, hat aber eine respektvolle Beziehung zu uns. Okay. Alles klar. Das sind also unsere drei. Und wir können jetzt hier uns mal so ein bisschen umschauen. Wir sollten ja hier mit dem Offizier im Kommandostand nochmal sprechen. Leutnant von Karsbruck. Sie kommen gerade recht. Ich habe Ihre Gruppe zur Nachtwache eingeteilt. Stellen Sie dafür ein paar Männer ab. Den Rest schicken Sie am besten zum Versorgungslager. Dort erhalten Sie Proviant für die nächsten Tage. Die Versorgung für Ihre Gruppe zu organisieren ist von nun an jedoch allein Ihre Verantwortung. Interessant. Er ist körperlich fit, hoch motiviert, ja, wie sich das für so einen Idealtypus von Offizier wahrscheinlich gehört. Ebenfalls intolerant, regelkonform, patriotisch und sehr direkt. Also, der teilt sich viele Eigenschaften mit unserem Oberlehrer hier. Er ist aber auch recht abgestumpft.
Gut, verabschieden wir uns mal. So, jetzt gibt es verschiedene Projekte, wie hier zum Beispiel Rationen holen oder Nachtwache halten. Oder eben Leute in der Reserve lassen. Weise einem Soldaten ein Projekt zu, indem du sein Porträt auf das Projekt ziehst. Klicke auf das jeweilige Projektsymbol für Details. Bestimmte Projekte haben eine feste Anzahl an Soldaten, die dafür benötigt werden. Bei anderen Projekten steht es dir frei, wie viele Soldaten du zuweist. In Klammern, je mehr, desto höher die Auswirkung des Projekts. Und ich glaube, wir hören ein Flugzeug über uns hinwegfliegen. Interessant, ja. Also, den überstrapazierten Fram, den würde ich ganz gerne in der Reserve halten. Es gibt eine gewisse Gefahr, dass der sich dort verletzt. Die Gefahr von Verletzung ist aber offensichtlich höher bei der Nachtwache und bei dem Holen von Rationen. Ergibt vielleicht auch ein bisschen Sinn, aber ich denke, Fram, der braucht tatsächlich leider erstmal eine Pause. Die anderen drei sind leider auch müde, aber da können wir nichts machen. Anstrengend sind beide Aufgaben hier. Dann lasst uns doch mal schauen. Die Symbole unter dem Projekt erklären, welche Auswirkungen die Erfüllung oder Nichterfüllung des Projekts hat. Wenn du mit der Maus über das jeweilige Symbol fährst, erfährst du mehr darüber. Fügst du einen Soldaten einem Projekt zu, siehst du, welcher seiner Werte für die Erfüllung des Projekts relevant sind. Diese Werte können sich positiv oder negativ auf das Projekt auswirken. Ah, okay. Das ist ja ganz praktisch. Relevante Attribute, ja. Das ist quasi, dass die müde oder überstrapaziert sind hier. Ähnlich sieht es ja auch hier aus. Ah, hier gibt es relevante Attribute. Für die Nachtwache sind Pragmatismus und Regelkonformität sehr hilfreich. Also für die Nachtwache würde ich ja fast empfehlen, dass wir hier Schmidtbauer und Majel einsetzen. Die sind nämlich jeweils sehr pragmatisch bzw. sehr regelkonform. Werden sich also da, denke ich mal, ganz gut machen. Und für die Rationen, da ist es eigentlich relativ egal. Da werden wir mal Wellinger beauftragen. Und Fram, der wird erstmal in der Reserve bleiben, dass der sich ein wenig hier erholen kann. Ich hoffe, dass das irgendwie nicht die Beziehung untereinander jetzt hier problematisch erscheinen lässt. Dass der eine Pause bekommt, in Anführungsstrichen. Ja, aber hier steht ja auch, doch zumindest hat man manchmal nur den üblichen Wachdienst zu schieben. Vielleicht ist das einfach so ein genereller Wachtdienst, den er hier jetzt vornehmen muss. Ja, ich denke, so ist es okay. Und dann schließen wir diese Runde einmal ab. Mehr gibt es hier tatsächlich jetzt, glaube ich, nicht zu tun. Ich wüsste zumindest nicht, dass wir irgendwie noch eine andere Station bislang irgendwie kennengelernt haben. Das ist ja auch noch das Tutorial. Also ich denke mal, das wird es erstmal hier gewesen sein. So, wir sind jetzt am nächsten Tag und wir sehen, dass die Stimmung trotzdem noch ein bisschen runtergegangen ist, offensichtlich, bei den Soldaten. Ah, und wir haben jetzt Rationen für 2 Tage. Also diese weißen Striche, wenn die nach oben gehen, ist das negativ. Dann werden die Rationen geringer und wenn die nach unten gehen, werden die höher, wie mir scheint. Und unser Soldat Florian Majel ist überstrapaziert geworden. Der müsste vielleicht diese Runde mal eine Pause kriegen. So, Fenster mit Details, das haben wir schon gesehen. Aktuelle Moral, können wir hier gucken, zufrieden und irgendwelche Umstände werden angezeigt. Ja, das hatten wir schon gesehen. So, wie geht's denn unserem Soldaten Fram? Er ist immer noch überstrapaziert, das ist natürlich schlecht. Ja, also ewig kann ich dich leider nicht hier außen vor halten, das tut mir leid. Sonst haben wir hier mehr und mehr Probleme. So, Majel hatte jetzt auch überstrapaziert bekommen, aber zumindest haben die hier ihre Nachtwache abgeschlossen. Und der Offizier hat uns hier etwas zu sagen.
Es ist wieder ein Verbindungsgraben verschüttet worden. Herr Unteroffizier, sammeln Sie Ihre Schaufeln und Männer. Sie müssen ihn so schnell es geht wieder aufbauen. Oh je, noch mehr Arbeit hier. 3 Leute brauchen wir für die Instandhaltung der Gräben. Eine Verzögerung könnte man machen, hat aber Konsequenzen. Aber das ist leider sehr anstrengend. Das ist natürlich jetzt schwierig. Also Rationen haben wir noch für 2 Tage. Ich denke, das können wir vielleicht mal einen Tag sein lassen. Und ich kann nicht Fram und Mael beide in der Reserve halten, wenn ich die Gräben jetzt schon instand halten will. Das ist natürlich, das ist natürlich hart. Könnte zumindest Schmidtbauer und Wellinger hier schon mal einteilen, aber die Frage ist, wer kommt ran? Ich denke, dann muss Fram halt mithelfen, leider, weil er hat jetzt beim letzten Mal eine relative Pause gehabt. Die 3 halten das Grab in, den Graben in Stand, ja, das Grab vielleicht auch. Wer weiß, was da noch kommt. Das ist es dann erstmal. Okay, gut. Ansonsten Rationen holen. Ne, ich denke nicht. Das war's erstmal diese Runde. 2 Tage haben wir noch Rationen, dann schauen wir mal nach, wie das ausgeht. Ohne. Achso, jetzt geht's weiter hier am 3. Okay. Laut. Vor einigen Stunden hatte das Dröhnen der Artillerie eingesetzt, erst noch leise wie Donnergrollen in der Ferne, doch seit kurzem stetig lauter und bedrohlicher. Plötzlich ein Knall und keine 10 Meter von der Nische, in der meine Männer kauerten, zerfetzte ein Artilleriegeschoss den Unterstand unserer benachbarten Truppe. Holz und Metallstücke flogen meterweit und Rauch vernebelte die Sicht. Der Lärm war für einige Sekunden ohrenbetäubend, und um dann, so schnell wie er gekommen war, wieder zu ersterben. Ein fast unheimlich stiller Atemzug des Schreckens verging, dann sprangen meine Männer und ich auf, schoben gebrochene Balken beiseite und suchten nach den verschütteten Kameraden. Wir fanden 2, für die jede Hilfe zu spät kam. Einen 3. jedoch hörten wir noch röcheln. Oh Gott. Er lag mit eingeklemmtem Oberkörper unter dem herabgestürzten Gebälk. Sein Gesicht war schmerzverzerrt und er war kaum noch bei Bewusstsein. Meine Männer standen verloren um ihn und sahen hilfesuchend zu mir herüber. Wellinger sagte flehentlich: Herr Unteroffizier, wir müssen versuchen, ihm zu helfen. Gemeinsam hoben wir den Balken von seiner Brust und sahen erst jetzt das ganze Ausmaß des Schadens. Sein Brustkorb wirkte eingedrückt und seine Hüfte merkwürdig verdreht. Ein langer Splitter ragte aus seinem Unterleib und sein Hemd war blutgetränkt. Mael schüttelte den Kopf. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ein Gnadenschuss erspart ihm und uns das Elend. Ja, nein, das können wir da, also jetzt hier über Leben und Tod eines Menschen entscheiden, das steht uns doch nicht zu, oder? Hätte ich jetzt gesagt, holt eine Trage, aber natürlich. Ich meine, es sieht nicht gut aus, selbstverständlich, aber wir sind ja nun auch keine Ärzte und Ersthelfer hier. Holt eine Trage, befahl ich Wellinger und Mael. Erst einmal wollte ich ihn aus diesen Trümmern schaffen und dann entscheiden, ob ich meine Männer der Gefahr aussetzen würde, ihn zum Lazarett zu tragen. Dort sollten die Schwestern beurteilen, ob und wie ihm zu helfen ist. So, es gibt jetzt ein... Es wurde ein Scharmützel hinzugefügt. Immer wieder werden Salven ausgetauscht. Es mag kein richtiges Gefecht sein und doch ist man gut beraten, unter diesen Umständen den Kopf unten zu halten. Ihr merkt auch hier, die Einschläge sind da. Verteidigungsstellung kann man hier bestimmt besetzen. Mael hat etwas zu sagen. Also ihr seht, jetzt wird schon hier ein bisschen komplexer, das Ganze. Der Offizier hat uns auch noch was zu sagen. Was ist denn mit Mael los? Herr Unteroffizier, wir haben kaum noch etwas zu essen übrig. Es muss dringend jemand Nachschub aus dem Lager holen, sonst haben wir morgen nichts mehr. Na, vielleicht hätten wir es beim letzten Mal doch tun sollen. Nur noch Rationen für einen Tag. Schauen wir erstmal beim Offizier vorbei, vielleicht gibt es auch noch neue Befehle. Die Artillerie muss eine unserer Telefonleitungen zerstört haben. Beauftragen Sie sofort einen Ihrer Männer, diese Nachricht zum Kommandostand zu bringen.
Es sieht aus, als würden die Franzosen einen Angriff vorbereiten und wir brauchen dringend mehr Männer. Okay, das ist jetzt also seine Aufgabe hier. Uff. Also, wir können jetzt nur voranschreiten. Beziehungsweise, wir könnten auch etwas scheitern lassen. Zum Beispiel den Verwundeten ins Lazarett bringen. Oh Mann, anstrengend ist das alles irgendwie. Nachricht übermitteln und Rationen holen. Also eine Ration brauchen wir auf jeden Fall. Da hilft irgendwie alles nichts. Die Nachricht übermitteln wäre natürlich auch recht wichtig. Da hätten wir mehrere Leute, die ganz gut wären. Zum Beispiel Wellinger hier mit seinem pragmatischen, mit seiner pragmatischen Denkweise und seiner flinken Art könnte das zum Beispiel machen. Das mit den Verwundeten, tja, da wäre Wellinger eigentlich auch geeignet, vor allen Dingen, weil er körperlich fit und recht mitfühlend ist. Das könnte auch Schmidtbauer machen, der ist immerhin körperlich fit. Geübt in erster Hilfe, Ramm könnte sich da ein bisschen auszeichnen, auch wenn die natürlich alle überstrapaziert sind. Oh Mann, das wird echt nicht einfach. So. Ja, und dann haben wir noch einen übrig, Mariel, der jetzt auch überstrapaziert ist, aber der hat es ja schon gesagt, wir brauchen Rationen, dann soll er sich diese Runde darum kümmern. Also ich gebe den Leuten jetzt hier keine Pause, weil ich glaube, es wird jetzt wichtig sein. Was haben wir hier? Die Verteidigungsstellung. Ah ja, die kümmern sich hier um den Verletzten. Wellinger und Schmidtbauer meldet sich hier. Herr Unteroffizier, die vorgelagerte Stellung ist von Artillerie zerstört worden. Damit fehlt uns eine gut gedeckte Position dort und die Franzosen haben einen einfachen Weg in unsere Gräben. Ich fürchte nur, wenn wir versuchen, die Stellung an vorderster Front wieder aufzubauen, werden die Franzosen ihr Bestes tun, das zu verhindern. Ah, okay. Also könnten wir die Stellung wieder aufbauen. Oh, das ist aber sehr gefährlich und sehr anstrengend. Also das mit der Nachricht übermitteln. Wenn moderne Kommunikationsmittel versagen, müssen neben Tauben und Hunden auch Soldaten für Botengänge herhalten. Die Nachricht sollte schnell übermittelt werden, denn morgen könnte diese Information schon veraltet sein. Ja, das. Und es ging ja auch darum, dass vielleicht Verstärkung geschickt wird. Wir brauchen, glaube ich, unbedingt mehr Leute hier. Wir sind einfach viel zu unterbesetzt, das sehen wir jetzt hier schon. Das ist jetzt hier durchaus problematisch. Es gibt hier keine offensichtlich, ich sag jetzt mal, richtige Entscheidung hierbei. Das kann also alles gut oder schlechte Folgen haben. Oh mein Gott, Alter, ist das hier. Also die Atmosphäre ist wirklich bedrückend. Also bevor wir hier irgendwas aufbauen, muss der Verwundete ins Lazarett. Das tut mir ja sehr leid, aber anders geht es nicht. Wir machen das hier am 3. März. Oh Gott, weiter geht's. 4. März, Donnerstag. Auch Schmidtbauer ist jetzt überstrapaziert. Und wir sind unter verstärktem Artilleriebeschuss. Selbst der Bunker ätzt unter dem schweren Beschuss. Unter diesen Umständen ist jeder Schritt nach draußen eine ernste Gefahr. Tja, also Stellung wieder aufbauen unter starkem Artilleriebeschuss. Oh Mann. Ja, Leute, das sind hier die harten Entscheidungen. Der Offizier hat jetzt diesmal nichts zu melden, aber das Risiko, dass hier jemand verletzt wird, ist natürlich jetzt unglaublich hoch. Andererseits, wenn der Feind jetzt direkt in der nächsten Runde, also am nächsten Tag, angreift, dann sind wir natürlich sehr, sehr verwundbar hier, da uns hier eine wichtige Stellung fehlt. Tja, mit dieser Situation, da müssen wir uns beim nächsten Mal beschäftigen, liebe Leute. Fürs Erste soll es das für die erste Folge für heute gewesen sein. Mit ungutem Gefühl im Magen verabschiede ich mich von euch und dann sehen wir uns hier am 4. März 1915 im Spiel beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut, euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.